Israel hat aber einen russischen Namen, Svetlana Tutajew. Das heißt, sie ist ausgewandert. Und Israel zählt ja zu den europäischen Nationen, zumindest bei internationalen Wettkämpfen. Aber das hier ein Grand Prix-Turnier mit Teilnehmerinnen auch aus den USA und asiatischen Ländern. Nur gleich ein kleiner Fehler zu Beginn. Schöner, wenn es farbig ist, im Gegensatz zu dem Band von Tamara Erofejewa. In der Grand Prix-Rangliste nimmt Svetlana Tutajew Rang 15 ein. Das Vordringen in das Finale hier in Ludwigsburg für sie also schon ein sehr, sehr großer Erfolg. Aber die ganz großen Schwierigkeitselemente, liebe Zuschauer, haben in dieser Kürvorführung doch gefehlt. Hier noch einmal eine schöne Zeitlupenstudie. Aber das Winnersfinale werden zwei wirklich herausragende Athletinnen bestreiten. Jelena Witrychenko, die wir schon zweimal sehen konnten im Winnersfinale. Und die Weißrussin, Julia Raskina. Punkte. Und das bedeutet Position Rang 5. Und bevor wir zum Winnersfinale kommen, geht es nochmal hoch zu unseren beiden Fachleuten.